Heute kommt es dir sicher etwas spanisch vor in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Eine scharfe Chorizo, nicht Chorizo, füllt die Lieblingspfanne und wird von Zwiebeln und einem feinen Cherry umhüllt. Das spanische Temperament ist nicht zu bremsen und bringt uns so richtig zum Kochen. Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's, dem sympathischen Kochkanal auf YouTube. Und heute wird es spanisch, olé? Denn wir machen ein tolles, leckeres spanisches Gericht. Und es ist auch noch Low Carb und es ist super lecker. Und es ist mit einer Chorizo, einer Paprikasalami aus Spanien, ist ja auch sehr scharf. Und wir haben auch unsere Hähnchenschlägel weiterverwendet von letzter Woche. Da haben wir nämlich eine leckere Hühnerbrühe gemacht. Das verlinke ich euch nochmal hier oben für die Erkältungszeit. Und das kann man dann daraus zaubern. Man braucht nur noch ein bisschen Wurst und ein bisschen Zitrone. Und ach, ich zeige es euch. Und zwar haben wir ja diese zwei Hähnchenschenkel von letzter Woche aufgehoben. Und die brauchen wir jetzt natürlich. Da muss dann noch ein bisschen die Haut weg und die werden ein bisschen geschnetzelt. Dann brauchen wir eine Chorizo-Wurst. Das ist diese spanische scharfe Paprika-Salami. Davon braucht ihr nur 60 Gramm. Jetzt, das ist eine Menge für zwei Personen ungefähr. Mehr nicht, weil die ist sehr fett und sehr scharf. Ihr könnt aber auch eine Salami oder einen Kaminwurz irgendwas nehmen, wenn ihr es nicht so scharf mögt. Kein Problem. Dann brauchen wir ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Ein paar Frühlingszwiebeln. Eine Bio-Zitrone. Eine Knoblauchzehe. Ein kleines bisschen Fett, ich habe hier in dem Fall Butterschmalz immer recht gern. 2 Esslöffel Sherry, und zwar ist der trocken zum Kochen jetzt. Und eine Gemüsebrühe. Und wie man die selber macht, das verlinke ich euch nochmal hier oben. Da haben wir mal Gemüsespaghetti gemacht. Und aus den Resten von dem Verschnitt kann man nämlich eine tolle Gemüsebrühe kochen. Und die könnt ihr dann jeweils immer verwenden, wenn ihr Suppen, Soßen und so weiter macht. Den Cherry könnt ihr natürlich weglassen, wenn ihr keinen Alkohol möchtet, aber er verleiht dem Gericht schon so einen gewissen besonderen Charakter. Dann haben wir soweit alles, dann müssen wir jetzt die Chorizo-Wurst in Würfelchen schneiden, dann von den Hähnchenschenkeln die Haut entfernen, auch Schnetzelchen machen. Da machen wir ein paar Scheiben von der Zitrone und die Knoblauch schneiden wir klein. Ja, und dann bereite ich das mal jetzt alles vor. Ihr hört wieder ein bisschen schöne Musik und wir sehen uns dann gleich am Herd zum Kochen. Bailar, bailar, bailar. Schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer vernünftigen Pfanne oder nach vernünftigem Kochgeschirr und da bin ich dann im Internet durch Zufall auf diese Marke Lieblingspfanne gestoßen. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich einfach doch mal Kontakt auf und frage mal nach, ob ich die Pfannen für euch mal testen darf. Und die haben mir tatsächlich 2 Stück zur Verfügung gestellt. Einmal diese große und noch eine kleine und das möchte ich jetzt wirklich mal mit euch ausprobieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich war schon ziemlich beeindruckt, weil wie ich es das erste Mal angehoben habe, habe ich gedacht, die ist am Tisch festgeklebt. Die sind so schwer, weil die ist auch gegossen wie eine Glocke, ja. Also wie man auch Kirchenglocken gießt, nach diesem Verfahren werden diese Pfannen wohl auch hergestellt. Und die sind total hitzebeständig im Ofen bis 230 Grad und erreicht in 3 Minuten 300 Grad. An sich, da muss man auch sehr aufpassen und also der Boden ist total plan, also es verspricht unwahrscheinlich viel und ich hoffe natürlich, dass es das auch hält. Das will ich jetzt mit euch zusammen ausprobieren. Ich bin schon ganz gespannt. Also loslegen wir jetzt und zwar müssen wir ein bisschen die Pfanne natürlich anheizen, ein bisschen Butterschmalz rein und zuerst die Chorizo anbraten und unser geschnetzeltes Hühnchenfleisch. Achtet auch immer drauf, dass eure Pfanne zur Größe der Platte passt. Also große Pfannen auf eine große Platte, kleine Töpfe oder Pfannen auf eine kleine, dass sich die Hitze auch vernünftig verteilen kann, weil sonst ist es Energieverschwendung. Und wenn dann die Platte zu klein ist für die Pfanne, dann verteilt sich die Hitze nicht gleichmäßig. Also hier geht's schon los.
dann auch schon ein bisschen von den Frühlingszwiebeln mit dazu. Und dann noch den Knoblauch. Und jetzt löscht ihr das Ganze mit dem Sherry und der Gemüsebrühe etwas ab und lasst es ein bisschen einkocheln. Einköcheln. Und dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Fertig! Da fliegt gleich alles rüber. So, und fertig ist unsere leckere Hähnchen-Chorizo-Pfanne und es schaut wirklich toll und lecker aus. Und jetzt können wir es dann gleich auf dem Teller anrichten. Keine Ahnung, ich kann kein Spanisch, aber auf jeden Fall, voilà, fertig ist unser leckeres spanisches Gericht und es ist sogar Low Carb und es riecht so richtig lecker. Ich bin jetzt so gespannt, das ist echt was Feines und es sieht auch super auf dem Teller aus und es ist wirklich nicht viel dran. Unsere Hühnchenbeine von der letzten Woche und ein bisschen Chorizo und ja, der Sherry-Essig, ich glaube, der macht schon, Sherry-Essig ist es gar nicht, Quatsch, der Sherry an sich macht wirklich ein bisschen einen Charakter dem Ganzen und den Charakter, den wollen wir jetzt probieren. Und ich habe mich riesig gefreut, heute wieder mit euch zusammen zu kochen und dass ihr dabei wart. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, da unten gibt es so ein Glöckchen und so ein Knöpfchen, da steht abonnieren. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, wäre ganz lieb. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Beila Beila, lasst euch schmecken. Wir sehen uns. Ciao, ciao, eure Joana. Juana, übrigens, ich habe ja einen spanischen Namen. Juana, ciao.